So, ganz kurz an diesem Tag. Der erste Tag seit langem, an dem ich auch mal wieder laut Vorträge im Bus halten muss, weil, zack, da sind sie wie die Lemminge. Schiiten aus aller Herren Länder. Schwarze, weiße, braune, dazu Zeugen Jehovas, Satanisten, irgendwelche Rockefeller-Anhänger. Nur die Scientology, unsere Nüchternheitssekte, fliegt die Angriffe, wo sie geflogen werden müssen. Ich will in dem Zusammenhang ganz kurz darüber sprechen, weshalb also wir das schon geschickt eingefädelt haben, gewissermaßen, also sofern man davon bewussten Planungen wiederum sprechen kann. Es gibt nicht einen einzigen funktionierenden atomaren Zünder mehr. Das heißt, die inzwischen billigsten Atomwaffen können zwar abgeworfen werden, detonieren aber nicht. Das liegt daran, dass wir in das Source-Programm, also in das Root-Programm, das Programm, welches die Zündung steuern soll, einen kleinen Algorithmus hinein programmiert haben, der ganz gut funktioniert. Ich will Ihnen das veranschaulichen, indem ich Ihnen ein anderes Bild dazu erzähle. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Dose und die wäre komplett fest verschlossen, ohne Zugänge und Abgänge. Also einfach eine Dose, komplett zu. So etwas wie das hier. Also ist jetzt ein Glas, eine Dose. Ohne dass von außen auch Licht hinein könnte. Und in dieser Dose wäre aber Licht. Nicht wahr? Nun, wenn Sie die Dose aufmachen, um an das Licht zu kommen, ist das Licht in der Dose nicht sichtbar. Nicht wahr? Und wenn Sie das wieder zumachen, fest verschließen, ist da drin wieder Licht, das Sie von außen aber nicht sehen können. So ungefähr funktioniert das. Das ist ein Algorithmus ungefähr des Typs, wenn Zündung, dann kaputt, also geht nicht. Ja, und wenn jemand das Programm öffnet, um zu suchen, warum es nicht geht, dann versteckt sich dieser Algorithmus, wenn Zündung, dann kaputt. Und sobald das Programm wieder geschlossen wird, ist er wieder da. Ja, genau. Deswegen funktionieren also die Nuklearwaffen nicht in diesem Fall. Nuklearwaffen sind inzwischen am billigsten und Zündungsmontage war hier in Friedrichshafen, Zündermontage. Tja, manchmal pfeifen die Spatzendinge von den Dächern. Und es wird also ein Krieg sein, der mit konventionellen Waffen geführt wird. Und in dem Zusammenhang können also diese ganzen kleinen, ich sag mal, Dealerstaaten, die sich da irgendwie für egal was eingerichtet haben, wenn es dann heißt, irgendwie die Schiiten sind das irgendwie Pack, was das Heroin verkauft, dann sind das halt alles Schiitenstaaten, ganz egal, was die vorher waren. Wenn da irgendwie die, weiß ich nicht was, die Zeugen Jehovas irgendwie das Zeug verkaufen, dann sind das halt Zeugen Jehovas Staaten. Egal, also der oder diejenigen, derjenige, diejenige, das Volk, was dieses Zeug verkauft, das würde dann eben beherrschen. Und ja, da sind wir ein bisschen dagegen und deswegen machen wir diesen ganzen Laden jetzt zu und sorgen dafür, dass man in jedem Land alles anbauen darf und dass also die Ressourcen für das, was man braucht, auch im jeweiligen Land, sofern die Grenzen erhalten bleiben sollten, hergestellt werden kann, also angebaut werden können, diese Ressourcen, ohne jede Monopolisierung in dem Zusammenhang. Selbstversorgung ist auf jeden Fall erlaubt, das ist klar. Wer jetzt dann die Apotheken beliefert und so, das ist ein anderes Thema. Wir setzen das jetzt durch, weil wir einfach keine Lust haben auf ein irgendwie Schreckensregime von Russland bis in die Türkei, in welchem man nicht einmal, in welchem man nicht einmal mehr irgendwie Satire machen darf. Ja? Also bei uns wird das so sein, sage ich mal vorsichtig, bei denen, die jetzt, was das angeht, herrschen, dass man unbedingt kritisiert werden will. Also, naja, ich bin da, was das angeht, außer jetzt bei Bombenbewurf, eigentlich relativ hart im Nehmen. Alle, die auf der Straße mal gelebt haben und so, sind das, ja, tja. Wir werden da vielleicht ein Ministerium für Kritik einrichten oder so, wo man also sofort aus dem Untergrund, wenn einen etwas stört, rausschimpfen und wettern kann. Das wird dann auch ernst genommen, soweit es möglich ist. Und dann versucht man eben darüber zu reden. Vielleicht haben wir auch einen extra Fernsehkanal dazu. Ganz sicher haben wir einen extra Fernsehkanal zum Thema Cannabis und so weiter. Und ja, so viel dazu. Also die ganzen nuklearen Waffen funktionieren nicht. Und na, ein letztes im Zusammenhang mit Spinnen. Warum ist das so toll, wenn man sich mit denen gut versteht? Und warum konnte ich auf diese Weise selbst einen Computer durch einfaches Hineindenken praktisch, also nicht bewusst das Vertrauen lehren, was das ist? Und ja, bisher Gates dann irgendwie auf mich zukam und meinte, also du denkst hier irgendwie im Source Code meiner Software herum und
Wie, du, das kannst du dich einfach machen, Gedanke, dann sag ich, was soll ich denn tun? Wenn ich ihre Software nur mal benutze, dann das passiert halt so nebenher und so. Ja, und außerdem fragte ich dann ja, und Sie, Herr Geist, Sie haben irgendwie den Registry-Schlüssel für meinen Fernseher oder was? Als er dann zufällig eben was heißt zufällig, nicht? Seinen Kanal da bei mir ins Bild schaltete und so weiter, wovon ich mich einerseits geehrt fühle, wo ich andererseits aber dachte, kann ich jetzt bitte wieder weiter. Sport 1 und so schon. Naja, gut, also so viel dazu. Dann mal gucken, ob das geklappt hat. Also wir haben uns überlegt, wenn zwei real existierende Fußballmannschaften gegeneinander spielen und in jeder Mannschaft ist auch nur ein einziger Junkie jeweils, dann läuft das Spiel so automatisch, dass die immer dem Gegner den Ball zuspielen. Also blub, 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 blub und immer dem Falschen. Lass mal gucken, wie diese Spiele dann ausgehen. Das wäre toll. Also würde ich so machen. Mal sehen. Und wenn je zwei Mannschaften einander gegenüberstünden und eine wäre komplett sauber, dann wird diese Mannschaft mit über 10 zu irgendwas, über 10 zu 0 gewinnen. Das wäre toll, ne? So. Ja, heute busladungenweise, mein erster Vortrag in Sachen Koran und Bibel, öffentlich, zwischen lauter Sprengstoffattentätern. Die haben dann am Schluss noch fürchterlich gelacht. Ja. Der zuletzt lacht, vielleicht lachen sie immer noch, ich weiß nicht. Hab ihnen aber nochmal klar gemacht. Also, Bayram weg, Pessach weg, Blutostern weg, das ganze Geschlachte weg. Sonst beleidigt das die Propheten, auf die man sich bezieht. Ja, bleiben wir dabei. Nie wieder dieses ganze Vergewaltigerpack, egal in welchem Namen, ob es als Schiiten ankommt, ob es als Aum-Sekte ankommt, ob es als irgendwie, egal als was es ankommt, weg damit, Punkt. Ja. Wenn es nach mir ging und ich dürfte das heute diktieren, würde ich gleich sagen, also ab sofort dürfen alle Pflanzen wieder wachsen, ganz egal in welchem Land, Punkt. So. Und ja, geht mal säen. Geht mal säen. Tut mal was für den Nachwuchs und für das Nachwachsen. Ja? Und damit hier nicht die ganze Zeit nur Inzest herrscht. Also ich muss ja kotzen davon. Wie? Geschwister, echt? Die sind alle in einem Dorf. Und das sind Geschwister und die haben Kinder gemacht, oder was? Aha, okay. Und die müssen dann auch wieder miteinander Kinder machen, oder was? Ah ja. Und die, was sind die Bärchen in einem Dorf, oder wie, diese Monster? Also für manche Sachen wird mir halt schlecht. Das sagt mir nicht. Ja. Ich meine, ein Inzestkind kann nichts dafür, dass es auf diese Weise zur Welt kam, sagen wir mal. Aber für die Zukunft wird es sich jemanden suchen müssen, der halt oberhalb des 11. Grads mit ihm verwandt ist. Ja. Das finde ich widerlich. Da kann ja nur monströses Zeug so rauskommen. Normalerweise gehen Inzestkinder dann irgendwann gegen diese ganze Verwandtschaft vor, die ihnen dauernd diese Scham gegen einen impft. Und dann bleiben sie allein übrig. Dann geht's weiter. Aber halt. Boah, mit entfernt, 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 entfernt. So, das war es dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ganze Busladung voll, echt, also, naja. Gut. Abgesehen davon, dass irgendwo in einer Gummizelle ein 2 Meter großes Muskelpaket endgültig vom schnellsten Gitarristen zur Welt in irgendeiner Satanisten-Drecksband irgendwie, kenne ich zufällig, bin ich doch nicht ganz so verwandt damit. Abgesehen davon, dass der noch hier irgendwo rum tut, haben wir hier auch noch einen Professor Dr. Stefan Rieger, der mir bitte mal Batschakken und Batschakisch aufschreibt. Professor Dr. Stefan Rieger, ich zitiere, ficken wie die Lokomotiven, Punkt, Punkt, Punkt. So, Herr Edati, das wäre vielleicht auch noch interessant in Sachen NSU. Befragen wir nochmal den wohlwollenden Professor Dr. Stefan Rieger mit seinem Kataton-Problem. And again. Spatschakisch und so. Seit 2 Tagen ungefähr. Ne? So, bin mal gespannt, ob dieser irgendwie Kinderopfer-Clan, auch der schiitische, was auch immer, Aum-Sekte, egal wie die sich nennen, Kinderopfer für Heroin, Punkt, das ist der ganze Inhalt. Satanistisch, schiitisch, aumisch, keine Ahnung, dumm. Dumm halt einfach. Auch ein paar Christen dabei, Heiden, alles was es gibt. Heroinsüchtige halt. Ob man die nicht loswerden kann. Punkt! Mit ihrem gesamten Inzest-Geschwader. Klar? Bada? Wo ist denn der eigentlich hin? Der Herr Matthias Wagner alias. Komm, komm, komm. Such mal den Herrn Matthias Wagner und mach dem den Bart weg. Und dann reden wir nochmal über diese ganze Geschichte. Selbst wenn das mein Vater wäre, ich würde ihn genauso hassen. Okay? Weg damit. Weil lieber alle Pflanzen wachsen lassen. So. Nee, diese Schafherde. Gleich prächtig mit denen unterhalten. Und nee, nie wieder Döner für Kleinkind. Punkt. Irgend so ein Dönerfleisch für ein Kleinkind. Normalerweise tun die das. Nein, das ist kein Gerücht. Leute wie ich sollen dann für schizophren erklärt werden. Nicht, dass der Heroinhandel auf dieser Basis aufhört. Ja, Herr Gaddafi. Auch an Sie nicht. Bis Hamburg rauf.
Und fragen Sie doch mal den Herrn, falls er noch lebt, Anhold. Auch einer, der für diese Arschlöcher anschaffen musste und dann selber und dann und so weiter. Fragen Sie mal, vielleicht hat er noch was zu erzählen. Ja? Tschüss. So, schließlich wäre noch jemand in dem Zusammenhang sehr interessant. Punkto RAF-Vorgeschichte. Ich weiß nicht, haben Sie jetzt beide Beine amputiert oder nicht? Frau Lucia Utzler. Wir können uns auch noch was erzählen zum Thema, wie man von 100 Zigaretten am Tag und von 7 Schweinen täglich plus, ich weiß nicht was, an Zeugs irgendwie irgendwann dann 130 Kilo schwer, 150 Kilo schwer, wenn du die Beine amputiert bekommst. Fangen Sie da auch nochmal nach. Das soll nicht mal eine Verunglimpfung sein. Suchen Sie mal den Oliver Güveres, den Professor Dr. Stefan Rieger mit seinem Bar und dem Kopfende Gelben bei Chucky ist komplett kaputt. Den kann ich also auch hören, sehr gut sogar. Zack, tot. Ich muss mal gucken, da hinten. Und wieder so ein Sheet. Mag ich ja nicht. Und abgesehen davon noch die Lucia Utzler. Und wer vielleicht auch etwas erzählen möchte, das ist der Herr Thomas Fröner. Früher mal Blaževič. Achso, und nicht vergessen, Matthias Wagner, alias, mal den Bart abkommen. Selbst wenn du mein Vater wärst und wir uns wahnsinnig ähnlich sehen würden. Ne, jetzt ist mit Schluss mit lauter Leben. So. Noch irgendwas? Ne. Und nein, also Kind tauschen gegen so ein kleines Lamm, damit dann der Döner dabei rauskommen kann und dann irgendwelches Heroin noch dazu schmeißen und dann sagen, das ist jetzt, bleibt jetzt schiitisch, russisch, was weiß ich, afrikanisch dominiert. Das beantworten wir mit ganz wunderbaren. Guck mal so. Pass mal auf, das sind jetzt mal die Dönerstände in der Stadt. Zeig mir nur einen Zeigefinger, schieß ihn mal nach oben. Und? Nehmen wir noch. Ab, Kiddo. Müssen wir üben, nochmal. So, nie mehr. So, finden Sie mir jemanden. Dann reden wir mal mit denen. Das ist etwas für Herrn Edati. Und Leute, geht es sehr hin. Die müssten mehr sehen als wir. So. Und diese Kreatur namens Oliver Bürger, was ist. Der anscheinend irgendwie in eine, weiß ich nicht, Kammer gehalten werden muss, falls er noch lebt und wie man nicht hin kann, also weil er sofort aggressiv einen anspricht und komplett kaputt gegangen ist von seinem Drogensatanismusfest irgendwie abgefeiert hat, einschließlich Inzucht und Inzest. Na, gespannt. Das war das Ende von Flashcrawl, diese Kackband irgendwie aus lauter Nazi-Satanisten. Ja, sind wahrscheinlich alle so am Ende geworden. Ja, und davon musste ich mich halt immer distanzieren. Meiner Ansicht nach ein sehr interessantes Thema. Und ne, also niemals werde ich Muslimin, ja für Teufel. Nee, ich bin auch aus der katholischen Kirche ausgetreten, wegen diesem komischen Hells Angels Satanismus, dieser Umkehrung, also für Teufel wäre auch nicht mehr. Und Jüdin werden, oje. Müsste ich am Pessach feiern, oder? Und irgendwelche Leute schlachten, ja? Und dann noch Moses erzählen und sagen, ja super, oder? Nee. Kein Bayram, kein Pessach und kein blutiges Ostern und auch keine heidnischen irgendwie Schlachtfetenfeste, kein satanistisches Kindsopfergetue. Keine irgendwie Mischung aus dem ganzen Dreck, nichts davon. Lieber die Pflanzen nachwachsen lassen, unseren eigenen Nachwuchs sichern und von Gott mit Kräften ausgestattet werden, mit denen wir dann weltweit, Achtung, in einem einzigen Angriff diesen ganzen Scheiß explodieren lassen kann. Da liegen halt überall Fettklumpen rum. Ne? Man kann nämlich auch zum Beispiel eine Schaffettexplosion machen mit solchen. Also suchen Sie die alle mal. Das ist alles hier um den Ravensburg versammelt. Punkt. Und nie mehr irgendwie diese gleichen scheiß Kinderficker, die noch von damals kennen. Die ganzen Namen aus dieser scheiß Kneipe von diesem widerlichen Inzest-Onkel irgendwie. Die wäre alles egal gewesen, Hauptsache er kann irgendwie die Verwandtschaft, ne? Seid voll Teufel, also. Keine Angst. Den würde ich eine Granate direkt in den Popo feuern und da explodieren lassen und den Fußball im Arsch aufblasen und platzen lassen. Von denen überlebt keiner. Und doch, also der Lothar, der hier auf meiner Freundesliste in die Falle reingegangen ist, der sieht genau gleich aus, der ist genau gleich, der stinkt genau gleich, der redet genau gleich. Meiner Ansicht nach, ist das absolut allerletzte. Ja, und er wollte der große Chef werden, der große Gangster und sowas alles. Ich habe ihn angezeigt. Wir gucken, ob die Gegenanzeigen kommen. Ich bin ja mal gespannt. Wegen Rufmordes oder sowas. Da haben wir jetzt aber Angst davor. Mal sehen, ob das Verfahren stattfindet. Aber insgesamt, also abgesehen davon, in Sachen Bill Gates nochmal, ganz ehrlich, auch wenn manche Sachen mit dem jetzt zusammen gut geklappt haben in der Programmierung,
andere Sachen klappen nicht so gut. Ich glaube nicht, dass irgendein Prozess irgendwie von Microsoft gegen jemanden, der also im eigenen Programm herumtüftelt, dass davon irgendwas auch nicht stattfindet. Das glaube ich also nicht. Wenn man zu habgierig ist, dann wird einem das Geld auch völlig zu Recht auf allen Seiten geklaut. Also das Betriebssystem komplett freigeben und lieber an der Entwicklung eines ThinkPads praktisch arbeiten. Eines ThinkPads in dem Sinn, dass man da also Texte hineindenken kann. Das würde wiederum den Schlaganfallpatienten helfen, den katatonischen und so weiter, denen nicht mehr reden wollen, da etwas hineinzudenken. Das geht ganz einfach. Man macht Buchstaben wie Fußballspieler, so praktisch, die fliegen da alle rum im Hintergrund. Dann macht man einen weißen Vordergrund. Zum Source Code fliegen die rum. Irgendwo stellt man auf weißen Vordergrund mit Cursor. Dann denkt man ein A und dann erscheint es da. Und dann denkt man ein B und dann erscheint es da. Ein E und dann erscheint es da. Ein R und dann erscheint es da. Aber, Punkt, ne? Ja, tja. Ne? Und Ecchi in Konstanz gehört auch zu dieser blöden Balkan-Kindermörder-Bande da. Ist drüber hinweggekommen, dass ein 14-Jähriger geschossen hat. Meinte dann zu mir, alles was nach einem Aber kommt, sei automatisch falsch. Dann ist ja also gut, Ecki, ein Beispiel für dich, um dich komplett auszuhebeln. Da steht ein 14-Jähriger, aber ich. Da steht ein 14-Jähriger, aber. Nun, Ecki, fängt der ganze Flennen und so weiter. Das sammelt die ganzen Reste zum Dreck nach dem Grundstand ein und lassen endlich alle Pflanzen wachsen. Und nochmal über diese Bande, also ich weiß nicht, warum ihr noch am Leben bleibt. Bevor ihr nur ein bisschen an euch rumsäbelt, schneidet euch doch einfach gleich komplett alles weg. Oder holt euch irgendeinen Halsabschneider, der schneidet euch deinen Hals durch, dann braucht ihr nicht mehr lange an euch rumsäbeln. Ist gemein. Papa! Stimmt, heute bockt man, wenn so ein wenig bockt, dann ist das so gut. So. Entspannt. Wie lange das geht, bis dieses Dreckspack hier verschwunden ist.